Jetzt kommen wir zu einem ganz bemerkenswerten Mädchen. Sie ist 11 Jahre alt, heißt Scherife und kommt aus dem niedersächsischen Wildeshausen. Sie hat allerdings mit einem sehr harten Schicksal zu kämpfen. Ihre Mutter, Janette, die leidet an Brustkrebs und wird bald sterben. Scherife begegnet der Krankheit ihrer Mutter allerdings ganz unverkrampft, mit Musik. Gemeinsam singen und Unternehmungen, die beiden wollten halt schon immer diese Unternehmungen machen und werden das Ganze jetzt auch durchziehen. Es ist so ein energievolles Lied und also man kann es natürlich auch traurig singen, aber ich finde es gut. Also ich wünsche für meine Mami, dass ich sie weiter antreiben kann, dass sie halt weiterkämpft. Ich finde schon, dass man damit Mut machen kann. Mutter Janette ist unheilbar an Brustkrebs erkrankt. Die Diagnose bekam die 36-Jährige im August. Auf Heilung besteht praktisch keine Chance mehr. Der Krebs hat bereits gestreut. Alle 3 Wochen muss sie zur Chemotherapie. Um die Schmerzen zu ertragen, nimmt Janette täglich 12 Tabletten. Ihre derzeitige Lebenserwartung etwa 1 Jahr. Das ist schon ein Schock, mit 36 so eine Diagnose zu erhalten. Zumal man denkt, man steht mitten im Leben, man hat es jetzt geschafft, die Kinder halbwegs hochzubekommen, also groß zu bekommen. Und man hatte eigentlich noch so viel vor im Leben. Es ist vor allem Scherife, die ihrer Mutter Kraft gibt und sie von ihrem Schicksal ablenkt. Neben Liebe hilft dabei die Musik, das große Hobby der beiden. Uns verbindet Musik, weil sie früher auch Musik gemacht hat und weil uns das beiden halt einfach Spaß macht. Und auch wenn sie nicht mehr da ist, werde ich immer an sie denken, wie wir dann immer zusammen gesungen haben. Au revoir. Seit Scherife von der Krankheit weiß, versucht sie jede freie Minute mit ihrer todkranken Mutter zu verbringen. Zusammen unternehmen sie die verrücktesten Dinge. Ob lautes Singen im Zug oder Selfies mit einem Brot. Die beiden haben viel Spaß. Aber ganz ehrlich, wer macht mit einem Brot ein Selfie? Ich. Ja doch, deine Mutter und du. Auch vor der Krebsdiagnose waren Mutter und Tochter unzertrennlich. Den Sommerurlaub verbrachten sie zusammen mit Janettes Lebensgefährten Matthias in Kroatien. Der 57-Jährige ist ein wichtiger Bestandteil im Leben der beiden, ebenso wie Janettes zweite Tochter Aileen. Für Partner Matthias ist die Diagnose bis heute nur schwer zu begreifen. Wir gehen ganz anders mit dem Leben jetzt um. Streitereien gibt es eigentlich nicht. Ich bin dann immer für sie da, fahre sie hin, wo sie hin möchte, zum Arzt oder zum Krankenhaus oder Untersuchung. Ich glaube, wir geben uns gegenseitig die Kraft, das alles durchzustehen. Mit Matthias ist Janette seit etwa 1,5 Jahren zusammen. Um Tochter Aileen kümmert sich ihr noch Ehemann. Er hat das Sorgerecht für die 8-Jährige. Scherife lebt bei ihrer Mutter. So oft es geht, treffen sich die 4 für gemeinsame Unternehmungen. Ich habe jetzt nicht ganz so viel Zeit am Tag, weil ich meistens bis 16 Uhr in der Schule bin. Aber ich freue mich dann auch, wenn ich nach Hause komme und dann Mami singen kann. Das ist süß. Ich freue mich auch, wenn du nach Hause kommst. Zumindest um die Zukunft ihrer Töchter muss sich Janette nicht sorgen. Aileen bleibt weiterhin bei ihrem Noch-Ehemann. Um Scherife wird sich Lebensgefährte Matthias kümmern. Auf Scherife bin ich unwahrscheinlich stolz, weil sie einfach das Thema aufgreift, sich damit befasst, der Wahrheit ins Gesicht blickt und versucht da auch raus, das Beste zu ziehen für ihr Leben auch. Und das wird sie für ihr späteres Leben unwahrscheinlich stark machen. Janette hat eine Liste erstellt, was sie bis zu ihrem Tod mit ihren beiden Töchtern und Matthias noch alles machen möchte. Eines der Dinge, die ganz oben stehen, ist Kartfahren. Ich mag gerne Kartfahren. Das ist eine Sache, die ich schon vor x Jahren das letzte Mal gemacht habe, bestimmt 10, 15 Jahre her. Echt? Und ich, ja, echt, genau. Und ich hatte einfach nur viel Zeit für euch. Und jetzt geht's wird auch nochmal so ein kleiner Traum für mich wahr. Natürlich gibt es Momente, in denen auch Scherife traurig ist. Momente, an denen sie daran denkt, dass ihre Mutter sterben wird. Doch wenn die 11-Jährige mit ihrer Mutter zusammen ist, lässt sie sich nichts anmerken. Schließlich will sie ja vom Krebs ablenken. Es war eine richtig schöne Überraschung und ich freue mich, mit Mami so viel Zeit zu verbringen. Wir wissen ja nicht, wie lange wir noch Zeit mit ihr haben, deswegen
genießen wir das. Genießen, als wenn das Leben morgen zu Ende wäre. Das haben Jeanette und ihre Töchter gelernt.